Donut ist halt auch so ein geiler Snack, ne? Man kann den so in einem Haps. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video Daily, dieses Mal zu einer Donut-Tour. Ich teste die verschiedenen großen Ketten und finde heraus, wo es wirklich die besten Donuts gibt. Also freut euch auf eine weitere süße Folge. Ich stehe jetzt hier schon vor dem ersten Spot, vor Dunkin' Donuts. Muss ich, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Jeder kennt die Donut-Kette, in jeder Stadt gibt es mittlerweile einen Spot. Und da gehen wir jetzt als erstes rein. Die erste Tüte ist gepackt. Ich habe 3 Donuts ausgewählt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem Donutladen drin war. Ich war schon fast überwältigt und überfordert, wie viele verschiedene Donutsorten es gibt. Es gibt auch super viele vegane Sorten. Das finde ich auch echt richtig cool. So sieht meine Ausbeute aus. Und ich habe 3 verschiedene gewählt. Ich habe sie gefragt, was die beliebteste Sorte ist. Und sie hat gesagt Boston Cream. Das ist ein Donut ohne Loch, aber mit Vanillefüllung. Also wie ein Berliner oder Krapfen oder was auch immer für Begriff es dafür gibt. What? Den teste ich jetzt als erstes. Also Boston Cream mit Vanillefüllung. Der beliebteste zuerst. Die Messlatte muss hoch sein. Erster Gedanke natürlich krass süß. Ultra weich, sehr lecker. Ich schmecke jetzt die Schokolade oben nicht raus. Schmeckt einfach wie dieser süße Hefeteig von einem Donut. Die Vanillecreme schmeckt man auf jeden Fall raus, wenn man reinbeißt in den weichen Teig. Und dann kommt nochmal die noch weichere Vanillecreme. Das ist schon sehr lecker. Perfektes Wetter mal wieder für eine Foodtour draußen. Es fängt an zu regnen. Aber zum Glück können wir uns hier unterstellen. Deswegen kleiner Ortswechsel. Nummer 2, Spekulatius. Sehr weihnachtlich. Ich liebe Spekulatius. Der schmeckt mir direkt viel besser. Der ist ohne Füllung. Aber ich finde, dass man die Geschmacksrichtung Spekulatius hier viel besser rausschmeckt. Durch die Karamellcreme und die Spekulatius-Krümmel obendrauf. Ah, jetzt hier. Ist schon so richtig juicy. Das finde ich richtig geil. Der schmeckt mir gut. Donut ist halt auch so ein geiler Snack, ne? Man kann den so in einem Haps. Nummer 3. Ich habe so ein bisschen einen klassischeren gewählt, weil ich dachte, ich kann es jetzt auch nicht die ganze Zeit übertreiben. Und das ist einfach Zimtzucker. Wow. Richtig geil. Das ist wie beim Crepe. Kennt ihr das, wenn man in diese Zimt-Zucker-Mischung so reinbeißt und dann kristallisiert es so im Mund? Das ist so ein bisschen crunchy. Super lecker. Das war schon mal ein gutes Frühstück. Mir haben alle 3 ganz gut geschmeckt. Die Sorte Boston Cream habe ich jetzt eben nicht so doll rausgeschmeckt. Der Teig super fluffig, fettig, süß. Ich fand die Spekulatius-Creme und der Zimt-Zucker haben mir noch mal besser geschmeckt, haben noch mal mehr nach der Sorte, die ich auch bestellt habe, geschmeckt. Ich würde Dunkin' Donuts insgesamt eine 6,5 von 10 geben. Was glaubst du, was der Starbucks-Donut kann? Ich kann mir vorstellen, dass der ganz gut schmeckt, weil es gibt auch diesen Cheesecake-Muffin von Starbucks und der ist so lecker. Okay, we'll see. Jetzt gibt es einen Donut von Starbucks, habe ich auch noch nie gegessen. Es gab die Sorte Red Velvet und der Teig ist sogar rot. Also probieren wir jetzt diesen wunderschönen Donut. Der sieht wirklich schön aus. Diesen roten Sprinkles. Schmeckt so nach Himbeere, also nach irgendetwas Bärigem. Der schmeckt auf jeden Fall noch mal süßer als die von Dunkin' Donuts. Der hat eine Füllung innen drin, aber der Teig ist überhaupt nicht fluffig. Du denkst einfach nicht, wie man es sonst von einem Donut gewöhnt ist, dass du reinbeißt und du denkst, du beißt in eine Wolke rein und es ist so richtig fluffig und der Teig gibt so nach. Also wenn ich hier auch so drauf drücke, dann sieht man das. Der ist halt nicht fluffig, leider. Geschmacksrichtung cool, aber zu süß und einfach nicht fluffig. Also 4 von 10 für Starbucks. I'm sorry. Ich stehe jetzt vor Royal Donuts, einem Franchise, das ihr mit Sicherheit kennt. Es gibt mittlerweile über 300 Stores in verschiedenen Städten in Deutschland. Und da schaue ich jetzt, was die Donuts hier können. Schöne Box. Sieht auch schon selbst aus wie ein Kunstwerk. Genauso wie die Donuts im Laden.
übertrieben krass verziert mit Süßigkeiten, Kinderriegel da, Rocher oben drauf. So sieht auch die Box aus. Ich bin gespannt, wie die schmecken. Ich habe von Royal Donuts zwei verschiedene Sorten gewählt. Einmal gefüllt und einmal ungefüllt. Und der gefüllte ist mit Nutella gefüllt und Smarties oben drauf. Bei dem merke ich auch schon, wie fluffig der Teig ist und wie dick der Belag ist. Weil wenn ich hier so reindrücke, sieht man so richtig meinen Fingerabdruck. Also der Teig muss wirklich richtig fluffig sein. Der gefüllte mit Nutella und vielen, vielen bunten Smarties. Viele, viele bunte Smarties. Also erstmal ist der Teig super fluffig, super teigig, super süß. Du hast wirklich so dieses Gefühl, du beißt in eine Wolke rein. Die Nutella-Füllung finde ich persönlich super lecker. Ich mag Nutella auch, ist halt nochmal doppelt süß. Und was ich das Highlight an diesem Donut finde, sind die crunchigen Smarties in Kombination mit dem fluffigen, weichen Teig. Schmeckt einfach mega gut. Jetzt noch eine eher klassische Variante, einfach ein Donut ungefüllt mit Kokos und ich denke weißer Schokolade oder so eine Kokoscreme. Ich muss sagen, gerade bei der Variante ohne viel Schnickschnack, den finde ich auch echt super lecker, weil du eben den Teig schmeckst. Und ich finde, die haben sich wirklich Mühe bei der Entwicklung vom Teig gegeben. Es schmeckt einfach nicht nur nach einem fettigen Snack, sondern schmeckt einfach nach einem leckeren Gebäck. Natürlich, klar, es frittiert und mega fettig, aber es schmeckt einfach sehr lecker. Ich gebe den Donuts von Royal Donuts insgesamt eine 8,5. Es schmeckt nach einem richtigen Gebäck. Du hast super viel Auswahl, verschiedenste Geschmacksvarianten. Du kannst krasse Donuts wählen, du kannst auch einfach nur klassische Donuts nehmen. Und sowohl die krassen als auch die simplen schmecken gut. Deswegen eine 8,5. Jetzt den letzten Donut für heute von Jelly Donuts und damit beende ich die Donut-Tour. Und zwar ist es einer mit Erdnüssen und weißer Schokolade obendrauf. Letzter Bite für heute. Man hat ganz am Mund klebt. Also ich muss sagen, der Laden sieht leider ein bisschen trist und verlassen und ein bisschen traurig aus. Und dafür schmeckt der Donut relativ gut. Und ich finde es cool, dass er nicht so süß schmeckt. Der Teig ist halt wieder sehr trocken. Aber alles in allem würde ich sagen, ist es, glaube ich, ja nicht ganz so ein gelungener Donut leider. Wahrscheinlich würde ich ihm eine 5 von 10 geben. Donut-Testerin eures Vertrauens ist jetzt durch mit dieser Foodtour. Wenn ihr einen Royal Donuts in eurer Stadt habt, geht da unbedingt mal vorbei. Ich finde, allein für die Stores lohnt es sich richtig. Die haben super viele Geschmacksrichtungen. Die waren auch sehr, sehr lecker vom Teig her. Dunkin' Donuts funktioniert einfach. Hat man wahrscheinlich auch in fast jeder Stadt, an fast jedem Bahnhof. Ist einfach nochmal ein bisschen ein Upgrade zu einem Donut im Supermarkt einfach. Also, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei dieser Foodtour. Ich hatte auf jeden Fall richtig viel Fun. Es war sehr lecker, sehr süß und wir sehen uns zum nächsten Video wieder.